Ja, servus Leute, jetzt gibt es ein neues Video von mir und zwar ist jetzt mein großes Labornetzteil dran, Labornetzgerät. Wir haben ja letztens oder das letzte Mal haben wir ja das kleine hier gemacht, ja, das hier hinten, ja, das kleine blaue hier mit den kleinen Panelmeter hier, genau. Das funktioniert jetzt auch wunderbar. Und jetzt ist das große hier dran. Ich möchte das Ganze erweitern. Und zwar geht es momentan von 1,1 bis 31 Volt. Und ich möchte das ganze Ding erweitern auf 40 Volt. Ja. Wir schauen jetzt gleich mal rein. Das ist ein bisschen ordentlicher aufgebaut wie das alte da drüben. Ja. Also das hier ist nicht ganz so sauber aufgebaut. Das war ja das erste, was ich gebaut habe während der Ausbildungszeit. Und ja, das ist dann schon ein bisschen sauberer aufgebaut, das Ganze. Das funktioniert auch. Das funktioniert bis heute. Das habt ihr ja schon gesehen letztes Mal. Ich kann es mal anstecken. Es geht wunderbar, das Ding. Ja, Funktionsgenerator drin, wie gesagt. Voltmeter, Ampermeter im Netzteil, Funktionsgenerator, Signalverfolger ist dieser Part hier. Das ist Signalverfolger-Part mit Lautsprecher drin, dass man Signale verfolgen kann, wenn man Audiogeräte repariert. Und einer Skala, einer dB-Skala. Ja, so ein paar Dioden dahinter. Ihr habt das Ding noch nie von innen gesehen, da werden wir jetzt mal reingucken. Und was ich vorhab, ist so ein schickes Netzteil hier reinzubauen. Ja. Das ist jetzt ein 36 Volt Netzteil, 10 Ampere, also 360 Watt hat jetzt das. Es hat auch gleichzeitig ein bisschen mehr Leistung. Gleichzeitig mehr Leistung, jetzt wieder verbaute Ringkerntrafo da drin. Der ist doch ein bisschen schwach auf der Brust, sage ich mal. Ja, genau. Auf jeden Fall kriegt das jetzt das Netzteil spendiert, das habe ich auch schon getestet. Weil das sind wieder diese berühmten China-Netzteile hier, wo hier steht, dass hier der Lüfter bei 45 Grad anschaltet. Ich hatte das andere ja ein kleineres schon da. Weiß nicht, ob ich das Video schon gemacht habe, den Notladeregler für die Inselanlage oder so, oder ob das noch kommt. Da ist auch so ein Lüfter mit drin und der dreht aber dauerhaft irgendwie. Und da habe ich geschaut, der geht wirklich erst bei ja, 40, 50 Grad los und dann schaltet er wieder aus und schaltet wieder zu. Ja, das Ganze getestet, jetzt muss ich hier mal unten kruschen unterm Tisch. Mit meinem Load-Tester hier. Weiß ich auch nicht, ob das Video schon online ist oder ob das noch kommt. Ja. Den habe ich auch ein bisschen modifizieren müssen. Ja. Wie gesagt, ich habe das getestet. Zwar jetzt nicht mit 360 Watt, aber 250 Watt. Eine halbe Stunde lang fehlt nichts. Ja. Was mich auch wundert, die Dinger werden normalerweise hier immer schweineheiß. Ja, wo die MOSFETs hier sitzen zwei MOSFETs und hier auf der Seite sitzt der Diode für den Ausgang. Bleibt relativ kühl und hier hinten bleibt es auch relativ kühl, obwohl es mit 250 Watt belastet ist. Höher kann jetzt mit dem Load-Tester nicht gehen. Ich könnte es zwar raufschrauben, ob mir der MOSFET das dann übel nimmt, weil das der, wo die Last generiert, weiß ich nicht. Kaputt machen möchte ich jetzt nicht. Ja, das ist so mein Plan. Also das ganze Ding hier erweitern von 30 auf 40 Volt. Und dazu hilft mir dann das Power Supply hier, das Netzteil. Ja. Sehr zuverlässig, hat um die 30 Euro oder so hat es gekostet. Ist okay für die Leistungsklasse. Ja, ist jetzt kein Markengerät. Deswegen wundert es mich eigentlich umso mehr, dass das sehr gut funktioniert. Ja. Ja, jetzt werden wir hier mal reingucken. Ich mache mal die Handcam, Moment.
So, jetzt haben wir mal die Handcam hier. Ich habe hier die Schrauben schon mal gelöst. Das ist hier mit 4 Schrauben fixiert, das Ganze. Ja. Hier schaut es natürlich jetzt wieder aus, aber ich habe hier zerrupfen müssen. Ne? Das ist ja hier bei mir immer alles aufgetürmt. Drüber dann die Lötstation, das Multimeter und dann der Funktionsgenerator. Jetzt nehmen wir hier mal ab und stellen wir das mal auf die Seite. So, und ihr werdet euch wundern, wie sauber das eigentlich aufgebaut ist, das Ganze hier. Ja, das ist hat jetzt schon mehr Struktur da drin wie das Teil hier, das erste, wo ich gebaut habe. Ja, da habe ich eine Stromkreistrennung gemacht. Hier noch selber geätzte Platinen. Da habe ich ja damals auch noch selber geätzt und gelayoutet mit Sprintlayout und geätzt mit Natriumpersulfat. Hier habe ich noch nachrüsten müssen, das habe ich dann auf Epoxidharzlochraster gemacht. Das ist dann die Strombegrenzung aus einer Darlington Schaltung. Ja, bei meinem BD249 bin ich geblieben. Das funktioniert wunderbar. Ja. Sind wieder parallel, langt aber. Dann habe ich hier Lüftersteuerungsmodule mit NTCs. Und jeder steuert hier hinten an dem Stromkühlkörper einen Lüfter. Es sind 3 Lüfter. Und jeder NTC steuert einen Lüfter davon. Ja. Ja, hier ist der Leistungspart dran mit der Darlington-Schaltung für die Strombegrenzung. Muss natürlich auch massiv sein, weil das ja relativ viel kann. Die BD249C, die reichen auch. Im Worst Case ein Temperaturschalter, der funktioniert auch. Und dieser Temperaturschalter ist gekoppelt mit dieser, ja, mit dieser kleinen LED hier, mit dieser gelben. Und wenn der abschaltet, dann fängt die an zu leuchten und dann ist auch hier, dann kann man mal anschalten, so, dann ist auch hier die Spannung weg. Ja, Funktionsgenerator, Signalverfolger, alles da eigentlich, in einem Gerät wollte ich alles haben. Ups, ja, dieser Funktionsgenerator, das ist ein Modul von ELV, habe ich das damals gekauft, weil der recht gut war, ist auch immer noch gut. Der hat sogar eine TTL-Interface-Schnittstelle gekriegt nach draußen. Die habe ich hier einfach angelötet an den Pinheader und das einfach hier nach draußen geführt, dass man hier RS-232-Schnittstelle hat, ja, wo man einen PC anschließen kann. Genau. Hier geht es praktisch los. Dann haben wir 2 Trafos. Der kleine hier, der ist für das Gedöns hier, für den Signalverfolger. Ja. Hier ist noch eine Regelung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, für was die war. Ich habe da schon so lange nicht mehr reingeschalten. Ja, für was war jetzt die? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war der Schalter. Genau, das ist dieser Schalter gewesen. Für den Schalter hier. Und die LED hier vorne. Genau, ich glaube, so war das. Es ist schon so lang her. Ja. Der größere Trafo, das ist ein 10 Watt Trafo, 10 VA, der ist für diesen kleinen Part hier praktisch. Das ist ein 7809 hier und ein 7810. Hier kleine Brückengleichrichter, genau, der ist praktisch hier für dieses Volt-Ampere-Meter hier, ja, ist die Versorgung hier praktisch, also die hier, die kleine 7810, 7809,
Oder war es 78,12 und 78,9, so glaube ich war es. Wie gesagt, das ist schon so viele Jahre her und das Ding läuft und läuft, ja. Alles schön abgesichert, so wie es sich gehört. Der versorgt auch gleichzeitig hier den DDS-Funktionsgenerator. Genau. Ja, wie gesagt, und dieser Signalverfolger hier, der wird von dem Kleinen hier gespeist. Genau. Und die Steuerparts vor dem Größeren. Jo. So. Das ist natürlich dann der Leistungsteil hier. Ja. Das ist der Leistungsteil. Der geht hier über den 25 Ampere Brückengleichrichter. Hier ist Haufen Filterung mit Kondensatoren. 2200 μ sind die schwarzen alle und der große hinten ist ein 4700 Mikrofarad. Nochmal, damit der Ripple so gering wie möglich ist. Was ich immer gern mache, ist zwischen die vier Dioden vor dem Brückengleichrichter, das sind ja hier die vier Anschlüsse vor den vier Dioden, immer noch MKS-Folienkondensatoren mit 300 Nano oder so, damit halt Brummen, Ripple, alles ein bisschen, ne, alle Störsachen ein bisschen gefiltert werden, ja. Also Filtergedöns in dem Fall, ja. So, da ist wohl irgendwie die Audiospur kaputt gegangen von so einem Teilschnipsel. Also, dieser LM317, der hier in dem schönen IC-Sockel sitzt, also dieser hier, der wird praktisch vor dem POTIS vorne an der Frontplatte angesteuert und der schaltet mir die Basis von den zwei BD249. Genau. Also die POTIS gehen nicht auf den BD249, auf den zwei Stück hinten an der Platte, sondern auf den LM317 und der schaltet mir die BD249 eben, die Leistungstransistoren. Genau. Das Gedöns hier, es wird alles von den zwei Spannungsreglern versorgt und es braucht auch alles nicht die Welt. Ja. Weil Festspannungsregler haben ja immer, arbeiten ja mit viel Verlustleistung, sag ich mal. Die tun die überschüssige Spannung in Wärme umwandeln. Und da würden wir die hier abbrauchen, sag ich mal. Oder ich quäl sie dann. Und die werden immer schweinemäßig heiß. Soll ja jetzt nicht sein. Funktioniert. Ja. Hier vor dem, nach der Filterung praktisch, geht's auf die BD249. Dazu kommt dann hier noch die Strombegrenzung. Ja, das schaut alles ein bisschen wild aus, aber das funktioniert alles. Ja. Funktioniert alles. Wunderbar, ist ja alles für Hochstrom schon ausgelegt. Deswegen dürfte da mit dem neuen Netzteil auch kein Problem haben. Nochmal 10 Volt mehr und ja, stabilere Spannung. Ja. Da hat der Brückengleichrichter ausgedient, praktisch, und dann kommt hier gleich am DC-Eingang zu den Kondensatoren, beziehungsweise was hier DC-Ausgang ist vom Brückengleichrichter, der Ausgang vor dem Schaltnetzteil dran. Genau, dann habe ich hier nochmal zusätzlich Kondensatoren. Das kann ja deswegen beibehalten werden, ja, das ist jetzt nicht schlimm. Jetzt schauen wir mal, ob es dem LM317 nur gefällt, wenn er ein bisschen mehr Eingangsspannung kriegt. Statt 32 halt dann 40 Volt. Jetzt gucken wir mal. Weil sonst mache ich es halt regelbar bis 36 Volt oder so. Ja. Schauen wir, ob es mitmacht. Wenn es nicht mitmacht und Rauchzeichen gibt, dann kann ich ihn ja hier rausziehen und einen neuen reinstecken. Dann lohnt sich wenigstens einmal der IC-Sockel. Ja. So schaut es momentan aus. Ach ja. Und für das Ampermeter hier, da habe ich einen riesen Shunt bauen müssen. Da war ein kleiner Shunt dabei mit einem 5 oder 10 Watt Widerstand. Und den Shunt habe ich jetzt hier massiver gebaut. Ja.
den habe ich jetzt hier schon massiver gebaut. Den habe ich einfach zwischen die Kühlrippen reingemacht vom Kühlkörper und der bleibt wunderbar kühl. Ja. Der kleine Mini-Schand, der ist relativ heiß geworden. War zwar ein Zementwiderstand, aber ich habe das jetzt ein bisschen überdimensioniert alles. Wahrscheinlich habe ich schon vorhergesehen, dass ich das irgendwann nochmal erweitere oder so. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall soweit und jetzt muss ich mal hier ausstecken, das Gedöns. So, einmal aus die Maus. Und mentales Schaltnetzteil. So rum wahrscheinlich. Und das geht hier wirklich haarscharf rein hier. So. Hier ein bisschen Abstand noch lassen. Das geht wirklich hier haarscharf rein. Ne? Den Kabelschacht muss ich wahrscheinlich noch ein Stück kürzen, aber sonst geht es eigentlich hier wunderbar rein. Ja, genau. Praktisch das Teil ersetzt dann hier mein Ringkerntrafo. Mehr Ausgangsspannung, mehr Ausgangsleistung eigentlich, ja. Und noch ein Tick stabilere Spannung, weil die Schaltnetzteile sind halt stabiler, wie wenn man jetzt hier so eine Filterung und Siebung hier mit Helkurs macht und sowas, ne? Ja. Und wenn das dann umgebaut ist, und machen wir mal den Belastungstest, wenn das umgebaut ist, ja. Das hängt dann wieder ans Video dran. Also, jetzt wird mein alter Knochen hier, der ist ja, der ist halb so alt ungefähr wie mein Labornetzgerät hier, wo wir die Dings gemacht haben, diese schönen Anzeigen hier. Das nehme ich außerdem jetzt wieder öfter her, weil es ja doch schicker ausschaut, ne, wie mit den kaputten Anzeigen. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt an umzubauen und hänge es wieder ans Video dran. Also, bis später. So Leute, nun ist es soweit. Jetzt habe ich ungefähr, ja, gute 4 Stunden gebraucht für das Update. Ja, ist jetzt schon mal professorisch wieder an den alten Platz hingestellt. Ja, das Update ist abgeschlossen, mein Magen ist voll, Abendessen ist rum. Ich habe mir gedacht, das Abendessen gönne ich mir jetzt noch, bevor wir die Tests hier machen. Ja, es ist abgedatet, man sieht schon, das Netzteil habe ich jetzt hier reingeklebt, hier noch eine kleine Stütze, drunter eine Holzleiste drunter, das Ganze mit einem Heißkleberpunkt fixiert, also das ist fest, da wackelt der ganze Tisch, das ist bombenfest, da fehlt sich gar nichts mehr. Ja, ich habe ein bisschen, wie gesagt, der Gleichrichter, den muss ich dann noch rausbauen oder lasse ihn so drinnen. Ich weiß jetzt nicht, weil sonst habe ich so ein blödes Loch am Gehäuse draußen, ja. Hier die Schraube dran ist. Aber gut. Das, glaube ich, ist das kleinste Problem jetzt, ja. Hier, wo die DC, der DC-Ausgang war vom Gleichrichter, wo es zum Bus-Elco-Board reingeht, habe ich jetzt hier verlängert einfach. Ja, das war eh schon hier 1,5 Quadrat. Dann habe ich nochmal 1,5 Quadrat in starrer Version da gehabt, weil von den Leitungen habe ich jetzt nichts mehr da gehabt. Aber da es ja feste Installation ist, hier nochmal gesichert mit Dings hier, mit Heißkleberpunkten, der die Verbindung mit Schrumpfschlauch und die Einzeladern mit Schrumpfschlauch verlötet. Passt. Hier schön angeschlossen. Machen wir auf. So. Ja. Einmal AC-seitig, ja, L1, Neutralleiter und PE. Den PE habe ich hier hinten mit angeschlossen, ja. Ganz VDE-gerecht, ja, mit Ringkabelschuh. Also
alles geerdet, ist schon mal sicher. Und da hat er hier jeweils drei Terminals für Plus und drei für Minus. Ja, ich brauche bloß eins. Okay, machen wir mal den wieder zu. So, jetzt ist das gute Stück hier drin. Ach, und ja, das will ich euch noch zeigen. Hier ist dieses andere, wo ich euch gesagt hatte, da wo der Lüfter dauerhaft läuft. Das ist nämlich auch ein 36 Volt, 10 Ampere. Schaut eigentlich genau gleich aus. Die schauen eigentlich genau gleich aus, ja. Hier steht auch 45 Grad schaltet an und hier auch 45 Grad schaltet an. Ja, das ist von Weishuo, keine Ahnung. Ja, von Amazon. Und das ist jetzt vom anderen Hersteller. Was sieht, ob ich es hier hinkriege? Bei Joli, keine Ahnung. Ja. Aber hier funktioniert der Lüfter wirklich temperaturgesteuert und läuft nicht dauerhaft wie das, dieses Teil hier. Genau. Wie gesagt, das ist das Notladegerät für meine Inselanlage. Ich habe erst so ein Selbstbaugedöns gehabt und ja, hier sind noch die massiven Leitungen dran. Das kommt jetzt mal wieder hier unten rein, wo der Krusch hier steht unter meinem Tisch. Und irgendwie hänge ich halt immer an meine Dinger fest, an meinen Verhau hier unten, auf Bayerisch. Gut. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal den Messaufbau gemacht. Ich habe meinen Load-Tester, den muss ich mal resetten vom letzten Mal. So, Load-Tester. Ja. Und hier unser Testobjekt. Ja. Schauen wir nochmal kurz. Ja. Wie gesagt, das steht ja hier sogar drauf, weil ich vorher nicht gewusst habe am Anfang, was das hier sein soll. Hier steht es ja auf der Platine, Temperaturschalter, ja. Jetzt muss ich meine Aussage vorher ein bisschen korrigieren, weil dieser Schalter ist hier im Primärkreis drin, wo vorher der Trafo war, ja. Im Primärkreis. Der schaltet praktisch die 230 Volt, wo an den Trafo gegangen sind und jetzt an das Netzteil. Ja, das ist ein 60 Grad Temperaturschalter, 250 Volt und 6 Ampere, glaube ich, kann er schalten, 5 oder 6 Ampere. Und der hängt genau im Primärkreis drin, ja. Der schaltet jetzt praktisch dieses Netzteil AC-seitig weg. Mhm. Dann kann ich euch auch sagen, für was das hier war. Das habe ich jetzt beim Umbauen auch wieder entdeckt. Wie gesagt, das Ding ist schon so alt. Jetzt müssen wir mal hier hinter. Weil hier, ihr seht es hier, die BDW 3810, das ist hier die Darlington-Stufe für die regelbare Strombegrenzung. Tja, die ist richtig massiv gemacht hier. Und hier habe ich auch nochmal einen Temperaturfühler hingemacht. Der geht hier mit den zwei schwarzen rein. Mhm. Weil, wenn bei hohen Leistungen oder hohen Spannungen die Leistung begrenzt wird und der Strom, dann werden die ziemlich warm. Ja, die Jungs, die werden ziemlich warm. Und wird es hier zu warm, schaltet dieses Gedöns hier ab. Ja, die habe ich mir dann fertig gekauft. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Also habe ich es noch ein bisschen modifiziert hier. Mit so einem kleinen Relais und Spannungsregler. Ja. 7805 für das kleine Relais. Weil ich hier ja 12 Volt habe. Genau. Und dafür war auch dieser 7812 hier hinten. Das ist jetzt der. Ich sehe es gar nicht. Das ist der 7812, genau, der steht ja vor mir. Und der kleine hier ist ein 7809, genau.
So, wieder in Position. So. Ja, wie gesagt, 9 Volt werden hier benötigt. Für das Voltampermeter. 12 Volt werden hier benötigt. Für die Steuerung. Und dann eben der 7805 hier, wo drauf sitzt, für dieses Mini-Relais hier, wenn man es sieht. Ja. Genau. Ja, genau. Und die 12 Volt außerdem noch für hier hinten. Wenn ich hier reinkomme, ja, hier sieht man es, Linsen. Die 3 Lüftersteuerungen für diese verstaubten Lüfter. Ja. Bevor ich das endgültig hinbaue, muss ich das gute Ding einmal absaugen und mit dem Pinsel bearbeiten. Man sieht, das steht schon länger da und ist recht oft im Einsatz. Das hat schon sehr viel Staub angesammelt. Das ist wie ein Staubsauger, das Teil. Ja, genau. Und das wird ja eh extra versorgt von so einem, von dem kleinen Gedönstrafo hier, von dem hier. Genau. Also dieser Signalverfolger mit Lautsprecherbox, genau. Hat diesen kleinen Trafo, der mittlere ist eben hier das Gedöns und der Funktionsgenerator und die ganzen Steuerparts einfach, ja. Also dieses Zeug hier, das ist die Versorgung von dem 10 Watt Trafo, von dem schwarzen, genau. Und der Lastkreis läuft rein über dieses Schaltnetzteil, was eben vorher über den Ringkerntrafo gelaufen ist. Und hier über die Bus-Elko-Bank. Genau, zur Glättung und ja, genau. So, jetzt schalten wir das gute Dings dann mal an. Jetzt positioniere ich euch mal und dann werden wir das ganze Teil einmal testen, ob das so funktioniert. Also, ich baue schnell um, bis gleich. So, jetzt habe ich mal den ganzen Messaufbau hier gemacht. Schauen wir mal, ob wir das alles so drauf bringen, dass das passt. Ja. So. Aber das wird schon funktionieren. So. Ja, jetzt schalten wir das Gedöns hier oben erstmal an. Schauen wir, ob das alles funktioniert. Genau. Alles an. Wir haben hier. Jetzt fahren wir mal ran. Ich komme jetzt bis auf unter 1 Volt, komme ich hier runter, ja. Auf 1 Volt ungefähr. Hat sich verbessert. Aber ich glaube, das Netzteil ist hier noch auf Dings eingestellt, auf 24 Volt oder so. Am Load-Test, da sieht man es auch. Hier unten. Da sieht man es auch ganz gut. 0,97 Volt. Aber ich drehe jetzt mal auf Maximum. Die Last ist ja noch weg. Die Last ist noch weg, ja. Ein Stück wegfahren. Aber man sieht es. Ne? Man sieht es. Ja. Geht ja immer nicht so auf Anhieb. Aber das funktioniert schon. Man sieht zumindest Spannung, Strom. Die Leistung ist hier, die kann ich euch ja sagen. Wenn man es nicht sieht, das täuscht immer ein bisschen auf dem Kameradisplay. Ja. Jetzt schauen wir doch mal, was eingestellt ist an dem guten Stück. Ja. Jetzt fahren wir mal auf Maximum rauf. Strombegrenzung ist aus. Lasst es unten. So, ist jetzt Maximum. Es sind 24 Volt eingestellt, ja. Aber man kann ja hier oben, wie ihr das ja kennt, machen wir es mal so. Hier ist ja der kleine Trimmer hier. Also der hier. Ne? Da kann man ja die Spannung nachstellen. Wir gucken jetzt einfach mal, bis zu welchem Bereich dass das Ganze geht. Ja, ist ja schon mal interessant zu wissen, wie weit das man da rauf kann. Ja. Also, wir sind jetzt bei 24 Volt. Jetzt drehen wir einfach mal rauf. Jetzt gehen wir mal auf Maximum. Oh, ist das echt Maximum? 40,4. Und das Minimum ist, ja, das fällt immer ein bisschen langsam ab, weil keine Last dran hängt, dann drinnen sind Ballastwiderstände bzw. Lastwiderstände. Ja, 24,7 ist das niedrigste, was man einstellen kann.
Es ist eigentlich ein 36 Volt Netzteil und man kann immer ein bisschen nachregeln. Also 40,4, das wäre ja genau das, dass ich hier ein 40 Volt Netzteil machen kann. Ja, aber da muss ich schauen, ich habe hinten die BD243 dran. Und wenn man natürlich hier weniger Spannung einstellt, ja, dann fällt die überschüssige Spannung hinten an die BD243 ab. Und da gibt es natürlich bei den Ampere, was dieses Netzteil kann, enorme Verluste. Ob die das noch verkraften, muss ich mal gucken. Und ob das Ganze hier stabil bleibt bei Last. Ja. Das können wir jetzt gleich mal gucken. Ich gucke mal, dass ich runde... Das ist die 40 Volt treffe ungefähr, weil das lässt sich ja nicht ganz so leicht regeln, ja. Ja, 40,1 ist okay, ja. Wobei hier unten sagt er jetzt 39,4. Hier sagt er jetzt 39,4, dann gehen wir hier oben, ist es 40,2. Ein bisschen Differenz haben sie. Ja, obwohl ich kann das auch da lassen. Ich drehe jetzt einfach mal eine Last drauf und dann gucken wir mal. Und machen wir einfach mal 1 Ampere oder so. Jetzt fängt natürlich der Lüfter hier das Leuchten an. Ich habe jetzt 1 Ampere ungefähr. Da bricht schon auf 39,3, also bricht schon ein Volt runter. Ob das dann so tauglich ist für ein 40 Volt Netzteil, müssen wir mal gucken. Jetzt fahren wir mal auf 2 Ampere, was mich interessiert. Ja, es bricht also deutlich ein, jetzt fehlen schon wieder 600 Millivolt, ja, 500, 600 Millivolt. Ja, also 40 Volt werden wir nicht ganz hinkommen. Da bricht es einfach zu arg ein, wie gesagt, unbelastet, nochmal 40,6. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen temperaturabhängig, wenn es ein bisschen wärmer wird, gibt es ein bisschen mehr Ausgangsspannung. Ich werde jetzt das einmal auf 36 Volt einstellen, um da bessere Ergebnisse erzielen. Ja, schön, 36 Volt, genau getroffen. Jetzt schauen wir mal, jetzt belasten wir die nochmal mit 1 Ampere. Schauen wir doch einmal. Ja, das ist aber auch nicht toll, da fehlen ja schon wieder 1,2 Volt. Aber ich lasse jetzt hier mal die 36 Volt und regel mal hier ab 30 Volt runter, vielleicht bleibt es dann stabiler. Weil er bringt 36 Volt am Eingang praktisch. Da kann man relativ genau regeln. Ja, jetzt haben wir mal 30 Volt, schwankt. Okay, 30 Volt ist eingestellt, ungefähr. Jetzt machen wir mal 1 Ampere, müsste eigentlich halten. Könnte es auch sein, dass der Querschnitt nicht genug ist im Netzteil. 1,5 Quadrat, obwohl 1,5 Quadrat ist eigentlich für den Strom okay. Okay, jetzt gehen wir nochmal davon aus. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Gehen wir mal auf 3 Ampere knapp. 29,4, ja okay, der Spannungsabfall hält sich in Grenzen. Ja. Wenn wir hier mal rauf gehen. So, dann kann ich auf 3 Ampere ein. So, 3 Ampere. Ungefähr. Ja, 29,3. Und was war das hier? 29,8, okay. Also ein bisschen Spannungsdrop gibt's. Ja. Schon mal 4 Ampere. Ach, dieses Hintergrundgeräusch, wenn ihr hört, dieses Zeug läuft hier über meine Inselanlage. Die habe ich ja mittlerweile wieder abgegradet. Entweder habt ihr das Video schon gesehen oder es ist noch nicht online. Auf jeden Fall ist da noch mal ein größerer Wechselrichter dran, damit ich hier auch meinen Basteltisch und PC versorgen kann. Ja, wie gesagt, das war. Müsst ihr mal schauen, das war ein 1000 Watt Inverter Update.
Entweder ist es schon online oder es kommt noch, ja. Aber es ist ja schon gar nicht so schlecht, ja. Es ist schon stabiler wie mit den alten, muss ich sagen, ja. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Was hatte ich denn hier drin? 36 Volt, ja. Ein bisschen Differenz ist immer. Aber es lässt sich echt schön einstellen, ne? Und es bleibt stabil. Aber die zwei haben auch wieder Unterschiede, ja. Wie man hier sieht, 29,5. Ja, 29,9. Ja, wir bleiben jetzt mal bei dem. Hier sieht man nämlich auch die Watt. Da sieht man auch schön die Watt, was ich rausziehe. Jetzt gehen wir mal hier hinaufwärts. Man sieht es, glaube ich, momentan 81 Watt. Also mit dem Dings kann ich hier 250 Watt maximal ziehen. Ja? Da habe ich das Netzteil eben schon getestet. Das bringt es auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja Dings, ein 360 Watt Netzteil. Von dem her sollte das schon können. Ja, das ist ein bisschen hell hier mit dem Licht, aber es geht schon. Schauen wir mal. Wie gesagt, der Lüfter, das ist der große Wechselrichter, weil ich in dem Zimmer eigentlich keinen großen Netzstrom mehr verwende, außer für Tesla-Spulen oder so. 133 Watt, 150 Watt sind wir jetzt schon. Geht aber allerdings schon runterwärts, ne? 200 Watt. Ja, da komme ich gar nicht so weit rauf, da gibt es einen Spannungsabfall. Außerdem muss ich mal meine Temperatur hier gucken, hier hinten, ja. Weil, ja, alles gut, alles kühl, alles gut. Wie gesagt, ich mache den ersten Test jetzt mit euch nach dem Umbau. Vielleicht muss ich wirklich noch ein Leitungsupdate machen, sage ich mal, ja. Aber es kann auch jetzt sein hier, das sind diese dünnen Käbelchen, wo zu dem Lasttester hier hinten gehen, ja. Die wo praktisch, ja, hier in den Lasttester reingehen, da gibt es immer einen Spannungsabfall, ja, das ist halt leider so. Lässt sich nicht vermeiden. Ich gehe jetzt einfach mal auf die 30 Volt wieder runter. So. Jetzt gehen wir auf 30 runter. 30 ungefähr, so. 30 Volt. Und schauen wir mal, wie einbricht. Also da, ich kläre mal auf Anschlag. Ja, von 30 Volt. 4,3 Volt ungefähr. Das sind diese Käbelchen. Man sieht schon. Ja. Aber es funktioniert. Mal kurz gucken, ob alles kühl ist. Ja, es ist alles kühl. Ich glaube, auf 36 Volt kann ich es laufen lassen. Und ich kann es auch auf 40 Volt laufen lassen, theoretisch. Es gibt da zwar einen Spannungsdrop. Wenn ich es jetzt auf 40 lasse, nochmal schöne 40, wenn ich es hinkriege. Das ist immer ein bisschen tricky. Die letzten. Da darf man wirklich bloß Millimeter für Millimeter machen. Mit diesem komischen Poti. Oh, jetzt habe ich es getroffen. Reißt. Genau 40,0 Volt. Dann kann ich hier runter drehen. Jetzt schauen wir mal, ob das sichtbar bleibt. Ja, man sieht es noch. Hier kann ich ja runter drehen. Und bei 40 Volt komme ich genau auf 1,0 Volt runter. Das ist okay. Also mit 1,0 Volt kann man fast eh nichts. Kann man eh nichts betreiben, groß, ja. Ja, der sagt mir hier 0,97, aber gut, ist ja nicht das Problem jetzt. Mei. Wie gesagt, Differenz zwischen zwei Messgeräten ist immer, ich muss mich auf das hier verlassen können, ja. Das ist so das Wichtigste, weil das ist ja hier eingebaut und da schaut man ja meistens drauf, was denn eingestellt ist. Jetzt sieht man es wieder besser, was so ein bisschen Fokus ausmacht. Ja, jetzt gehen wir hier mal auf... Weiß ich nicht. Machen wir mal hier. Gehen wir mal auf 30 Volt oder gehen wir mal auf 24 Volt, was da so raus zum Holen ist, ja. 24 Volt.
Jetzt 24 Volt. Also er hält super stabil. Kann man gar nicht meckern, ja. Genau. Jetzt belasten wir einfach mal. So, mal mutig. Jetzt geht der Dings gleich wieder an, mein Wechselrichter von der Inselanlage. Ja. Also mehr wie 10,22 Ampere kann das Ding nicht anzeigen und wir sind bei 22,8 Volt noch, ja. 22,8 Volt, jetzt muss ich natürlich hier wieder gucken, ob irgendwas heiß wird. Ja, au, 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 au. Ja, bei 40 Volt werden die BD249 ganz schön heiß. Ja. Vielleicht soll ich dann das Ganze auf, ja, auf Dings begrenzen, hier auf 36 Volt, weil das ist eigentlich ein gängiger Wert. Jetzt machen wir hier mal Maximum wieder. 40 Volt ist schon ein bisschen arg, ne? Da ist der Spannungsdrop dann so groß und so viel Verlustleistung. Schauen wir mal, wie die 36 Volt treffe. Genau, 36,1. Ist okay, ist im Rahmen. Dann gehen wir wieder runter auf, jetzt machen wir mal, ja, auf was gehen wir denn? Jetzt gehen wir mal auf die schönen 30 Volt, die wo wir vorher gehabt haben, ja. Ja, sogar genau getroffen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Gleich volle Power. 10 Ampere. 10,22 Ampere. Mehr kann das nicht anzeigen hier. Aber hier unten zeigt es dann den reellen Wert an. Ja, jetzt gehen wir hier nochmal hin und drehen wir nochmal auf Power Maximum. 12 Ampere, 11 Ampere. Ja. Also das funktioniert. Nur mal raufgehen. Ja, da bricht mir die Spannung zu arg ein. Das ist klar. Das sind diese komischen Messstrippen hier. Sind es ja nicht einmal, sonst wäre es nicht ganz so schlimm. Aber das gute Stück funktioniert jetzt. Ja, ich kann zwar mit dem Ding jetzt keine Dings fahren, keine 360 Watt, das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck gewesen von dem Teil. Bloß die Spannung ist stabiler geworden und ein bisschen mehr Leistung habe ich, ja, wie vorher. Und das schaut ja gar nicht so schlecht aus jetzt so. Ja, für so ein 4-Stunden Update jetzt ein bisschen Leistungszuwachs und Spannung ein bisschen stabiler. Ja. Ne? Und der alte Ringkern drauf, der hat jetzt ausgedient. Ja. Der ist hier komisch, der glitzert hier schon so. Und da hat man richtig schwarze Finger gekriegt, obwohl das Ding nicht warm ist oder sonst irgendwas. Ja. Ach, jetzt kann ich es euch übrigens sagen hier. Dieses Teil hat, wenn ich es hinkriege, 2x 24 Volt, 2x 4,16 Ampere. Die waren ja parallel geschalten, also einen doppelten Strom, also 8,32 Ampere. Genau, und der hat 200 VA. Ich habe immer gemeint, das Ding hat 300 Watt, aber naja, jetzt weiß ich aber warum, dass die Spannung manchmal eingebrochen ist bei höheren Leistungen. Ich bin immer von 300 Watt ausgegangen. Wie gesagt, das gute Stück hier, das ist halb so alt wie mein gutes hier unten. Ja. Das haben wir ja letztes Mal hergerichtet. Müsst ihr mal schauen. Das war das Video My First DIY Power Supply Update. Genau. Da haben wir dann die schönen Anzeigen neu gemacht und drin noch ein bisschen VDE-gerechter gestaltet. Und jetzt haben wir eben das hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen getuned, hat ein schönes Schaltnetzteil gekriegt, ich finde das schon echt gut, schaut besser aus wie mit dem komischen Fitzel-Ringkern drauf. Ja. Kann man schon lassen, ich glaube, den Brückengleichrichter lasse ich da weit drin, der stört er jetzt nicht wirklich, genau.
Jo. Schaut gar nicht so schlecht aus, ne? Nice. Das wird jetzt wieder zusammengebaut. Und dann wird mein Platz hier wieder hergerichtet, ja, wie er gehört. Das schaut hier katastrophal aus, das darf ich euch irgendwie gar nicht zeigen. Aber ihr wisst ja, bei mir ist immer, das ist halt ein Basteltisch. Ja. Und genauso schaut es aus hier, Bastel. Jo. Ich brauche irgendwann einmal hier neue Nägel, es werden immer mehr Messstrippen hier. Das reicht schon gar nicht mehr alles. Fällt mir dauernd runter, das linke, weil da so viel dran hängt. Vielleicht gibt es einen dritten Nagel. Ja, so, das war so das Modifizierungsupdate jetzt von meinem großen Kasten hier oben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder Kommentare, das würde mich freuen. Das wäre super, danke. Oder ein Abo. Abo ist auch immer willkommen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.